Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt: Sag, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle, dem Herrn, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm. Er macht lebendig und lässt sterben. So glaubt an Allah und seinen Gesandten, den schriftunkundigen Propheten, der an Allah und seine Worte glaubt und folgt ihm, auf dass er richtig geleitet sein mögt. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und dass unser Prophet Muhammad sein Anbieter, Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema die Barmherzigkeit und die Fürsprache des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Schwestern und Brüder, der Islam ist die Botschaft Allahs durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an alle Menschen. Er sallallahu alaihi wasallam ist das höchste Beispiel der Menschheit in seiner Barmherzigkeit, in seinem Charakter allgemein und in seinem Umgang mit den Menschen. Das heißt, galt der Gesandte Gottes in seiner Umgebung als außerordentlich vertrauenswürdig, wahrhaftes liebend, großzügig, hilfsbereit und freundlich, höflich und sehr bescheiden. So umschreibt Allah ihn uns. Der Erhabene selbst in seinem Koran. Und wir sandten dich nur als Barmherzigkeit für die Welten. Er war für uns auch ein Beispiel in Wohltat und Barmherzigkeit. Er, sallallahu alaihi wasallam, erwies eine Größe, indem er an seinen mächtigen Tagen seine bis dahin ermäßigen Feinden begnadigten, obwohl sie eine Strafe verdient hätten. Liebe Geschwister, die göttliche Offenbarung des Korans an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird im Islam nicht als einzigartiges von der Geschichte losgelöstes Ereignis gesehen. Vielmehr gilt der Koran als Fortsetzung vergangener Schriften, die in verschiedenen zeitlichen Epochen an Propheten offenbart worden. In diesem Zusammenhang wird im folgenden von Muslim überlieferten Hadith die Funktion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ergänzender Prophet und zugleich letztes Glied in der Prophetenkette illustriert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Mein Gleichnis mit den Propheten vor mir ist das eines Mannes, der ein Haus gut und schön gebaut und dabei eine Stille in einer Ecke ausgelassen hatte, in der ein Ziegel fehlte. Die Leute, die um das Haus herumgingen und es zu bewundern anfingen, sagten, es wäre doch schöner gewesen, wenn der Stein an dieser Stille angebracht worden wäre. Ich bin dieser Ziegel. Und ich bin der letzte aller Propheten. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alles Lob gebührt Allah und Friede sei auf seinem letzten Gesandten Muhammad und seinen edlen Gefährten. Verehrte Brüder, zu den Besonderheiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehört ferner die höchste Fürsprache, denn er, der Prophet, legt für die Menschheit Fürsprache ein, um ihn, den Schrecken der letzten Stunde und das lange Stehen zu erleichtern. Während sie die Abrechnung abwarten, kein anderer Prophet wird dies können. Eine oder die
enorme Versprache, der sogenannte lobenswerte Rang Al-Maqam al-Mahmud gebührt laut zahlreicher Hadithe ihm allein. Von diesen Hadithen, die fast die Rangstufe des Mutawatir, allgemeiner Bezugter und die Lüge ausschließender Hadith, erreichen, erwähnen wir hier nur ein. Und erwähnen wir hier nur einen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Ich bin der Herr, das heißt Führer der Kinder Adams am Tag der Auferstehung und der Erste, dessen Grab sich auftürmt. Ich bin der Erste, der Versprache einlegt und der Erste, dessen Versprache erhört wird. O Allah, wir bitten dich und wenden uns mittels deines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dem Propheten der Gnade an dich.